Morgens, hier ist er wieder, euer Dutchman. Neue Folge Let's Show Play Minecraft. Ja, ich war inzwischen fleißig hier bei den Tolstojewski-Höhlen. Hab hier diesen Höhlenabschnitt weiter erkundet. Da bin ich ja auf Schluchten getroffen mit euch und hab sogar dann auch noch eine Mine entdeckt. Schauen wir mal kurz hier nach. Hier scheint es ja direkt wieder ans Tageslicht zu gehen. Das ist schön, dass das so einfach ist. Ah, okay. Die Stelle habe ich mir ja sogar mit Fackeln markiert. Ja, tatsächlich ist in diesem riesigen Höhlensystem, was hier drunter ist, nicht nur eine Schlucht, nicht nur zwei Schluchten, sondern drei Schluchten und auch eine Mine drin. Die schauen wir uns gleich mal an. Ihr seht, ich habe mir hier noch ein kleines Feld angelegt, damit die Station hier sich auch, damit man sich hier auch versorgen kann. Und da seht ihr schon so ein kleines Minenhäuschen, ne? Der Zugang zur Tolstojewski-Mine. Da habe ich mir einfach unten in der Höhle eine passende Ecke gesucht, wo die Mine gerade anfängt und mich dann einfach nach oben gegraben. Na, Leitern gelegt und jetzt hat man hier den schönen Zugang zur Mine nach unten. Na, und die habe ich natürlich auch inzwischen ausgeräumt. Na, ihr seht, hier habe ich das Holz noch liegen lassen. Da hinten ist auch noch eine Holzbrücke und wir haben hier eine der Schluchten, die es hier gibt. Und bin mir noch nicht mal sicher, dass ich hier das komplett alles ausgeräumt habe. Aber ihr seht, ne? Ich habe die Monster eingeschaltet. Da unten Skelette, Creeper, alles, was das Herz begehrt. Ne? Und zwischendurch immer meine Fackeln. Schauen wir mal. Schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Ist zwar ein bisschen langweilig, weil hier schon alles, fast alles rausgeräumt ist. Aber damit da mal einen Eindruck davon bekommt, wie weit sich das hier verzweigt. Ja, ich habe mir die Sackgassen immer wieder mal so mit Blöcken hier gesperrt, dass man da so ein bisschen sieht, was los ist, ein bisschen den Überblick behält. Ja, ne? Und hier haben wir, zack, noch eine Schlucht, die von dem Minensystem gekreuzt wird und da gab es also hier einiges zu tun und rauszuholen, obwohl diese Mine nicht ganz so groß und ergiebig war wie die Mine bei Skelett und Charybdis. Ja, da habe ich nicht ganz so viel rausgeholt, aber immerhin, ne, dafür waren mehr Höhlen dabei. Ich habe hier Eisen stackweise rausgeholt. Ich glaube 5 oder 6 Stacks Eisen mindestens bei meinen Touren hier. Neben vielem anderen. Ja. Aber das ist nicht das Einzige, was ich hier getan hat. Ich habe zwischendurch, ihr seht auch, ich habe Kürbiskuchen dabei. Mich wieder ein bisschen zurück Richtung Karamasow Ranch bewegt. Na, schauen wir das noch oder wird es dunkel? Ich glaube, wir hauen uns mal aufs Ohr. Ne? Ich habe zwar die Monster eingeschaltet, aber die müssen uns jetzt auf der Tour hier nicht begegnen. So, kurz schlafen gelegt. Ja, wie gesagt, ich habe mich Richtung Karamasow Ranch und darüber hinaus wieder ein bisschen zurück nach Süden vorgearbeitet, habe nachdem die Minecart-Strecke fertiggestellt ist und jetzt hier die Tolstojewski-Höhle und die Karamasow-Ranch miteinander verbindet, die auch noch weiter verlängert nach Süden, sodass ich also bis nach Dunwich runterkomme. Sogar. Na, über Skelett und Charybdis und bin jetzt dabei, eben halbwegs parallel zu dieser Minecart-Strecke einen Weg anzulegen. Das ist zum Teil schon geschehen, ne? Hier die Strecke
zur Karamasow Ranch. Die kennt ihr ja schon aus der letzten Folge, glaube ich. Ne? Da habe ich das ja hier gezeigt. Ne? Und habe halt auch schon an der Karamasow Ranch eben... So, wir brauchen rohes Hühnerfleisch für Ross. Cartwright, ne? Die Minecart-Station hier oben, ne? Angelegt, und ihr seht schon hier, die Hühnerfarm ist in Betrieb. Ja. Da ich hier viel in der Nähe gearbeitet habe, sind hier halt auch viele Eier entstanden, und ich habe dann hier die geworfen, um dann die Küken zu erzeugen und die dann wachsen lassen und so weiter. Ja. Und auch schon nur so 2 oder 3 Stacks Hühnerfleisch geerntet. Und mit den Eiern, Kürbissen, die ich hier ja farme auf der Karamasow Ranch, da kann ich mir dann auch meine Leuchtkürbisse bauen. Ja. Ja, nehmen wir nochmal den Weg schwupp hier unten raus. Durch das Bootshaus, was hier durch den Brunnen zugänglich ist. Ja, also in die Richtung weiter, Richtung Süden, geht es dann auf lange Sicht eben zurück nach Skelet und Charybdis und schließlich nach Dunwich. Und ihr seht, ich habe hier den Weg also schon, Entschuldigung, den Weg schon ein ganzes Stück weit gebaut. Und hier war ja ein See, den ich ein bisschen umgeformt habe, und ein Einbruch in den Boden. Hier, so, der ist auch jetzt nochmal ein bisschen zurecht geformt. Ja, und daraufhin habe ich mich entschlossen, hier am Melonensee diese Hütte zu bauen. Mit Melonen, die halt auf der Karamasow Ranch gewachsen ist. Ne? Wieder mal ein bisschen anders gebaut. Die Hütte selber ganz einfach. Ne? Grundausstattung drin, und dann geht es hier hinten raus eben an den Melonensee, wo wir dann weitere Melonen ernten können. Und ja, wieso heißt das Ding Melonenseemine? Schauen wir mal. Ja, ihr ahnt es wahrscheinlich schon. Denn da unten seht ihr, hier haben wir noch eine weitere Mine, die ich jetzt noch nicht in Angriff genommen habe. Vielleicht ist die auch verbunden mit der Mine. Unter den Tolstojewski-Höhlen. No. Hier bin ich, wie gesagt, noch nicht auf Erkundungstour gegangen. Das können wir mal machen. Ich habe den Krempel hier noch dabei. Den wollte ich eigentlich in der Karamasow Ranch lassen. Deswegen war ich ja in der Hühnerfarm. Sagt mal, Leute. Kommt, na, so ein bisschen. Nur ein bisschen schauen wir da mal rein. Nur so weit, dass wir sehen, ob das eine große oder eine kleine Mine ist. Ne, ich habe ja nicht allzu viel Platz im Inventar. Also quasi mit einer Unterwegsausrüstung hier unterwegs. Meine Schulkerkisten stehen noch an der nächsten Baustelle. Ja, aber bis wir da sind, haben wir noch ein bisschen Zeit und haben hier dann noch ein bisschen Gelegenheit, mal rauszuräumen. Machen wir uns hier mal den Zugang nach unten. Oh, und dann geht's. Ja, mein typisches Minen ausräumen. No, zack, ich hole mir hier noch die Axt. Und dann können wir hier, kann ich hier loslegen. Na ja, guck mal, das geht doch schon gut los, ne? Hier, zack, Goldbarren, Brot, Kürbiskerne. Und da hinten haben wir einen Spinnenspawner, den machen wir auch gleich mal fertig. So, und zack, durchgehackt. Die Spinne hier auch durchgehackt und dann den Spinnenspawner zerkloppt. Ne, wie gesagt, mit den Spinnen hier unten, mit den Giftspinnen, da macht es für mich keinen Sinn, die zu farmen. Und ihr seht, ne, die sind hier schon voll. Mit unserem Inventory. Deswegen werde ich hier jetzt mal
natürlich die Erfahrungspunkte mitnehmen. Na, und auch an Holz und Zäunen. Hier einfach mal rausräumen, was ich rausräumen kann. Na, damit zumindest dieser Teilgang hier schon mal wieder anständig aussieht. Okay, da haben wir... Oh, da haben wir ein volles Inventory. Hilft nichts. Komm, das hacken wir hier auch erstmal weg. Das bleibt da noch ein bisschen liegen, hoffentlich. Bis ich dann die Sachen oben in die Kiste gepackt habe. So, 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 so. Und hopp, jetzt kann ich hier raufrennen. Ja. Also diese Mine werde ich sicherlich auch wieder offscreen ausräumen. Zack, die Lore, die Kiste, den Goldbarren. Dann Eisen schmeißen wir hier mal beiseite. Dann Brot. Auch noch in die Kiste rein. Und dann sollte ich den Rest von unten auch mal schnell mitnehmen können. So. Zack, 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 zack. Ja, da gibt es hier wieder viel abzuholen. Na, da geht auch noch ein Gang lang. Da schlage ich mir schon mal hier den Zugang frei. Die Treppe. Zack, zack, zack. Und dann machen wir hier erstmal alles klar, damit das hier auch ausgeräumt aussieht. Und Eisenerz nehmen wir hier noch mit raus. Und da siehst du, haben wir hier noch ja, jede Menge dann für später noch zu erkunden. Für mich, wie gesagt, das mache ich offscreen. Ja, damit muss ich euch jetzt nicht beschäftigen, denn es gibt noch so einiges zu zeigen. Ja, also nicht nur hier die Melonenseemine. Weißt du was, die Melonen können wir auch gleich mal hier abernten. Ja, wer weiß, wann ich sie wieder brauche. Zack, so. Ja, da die Axt hier, ja, Silk Touch hat, baue ich hier die Melonen als Blöcke ab. So, das schmeißen wir alles erstmal hier weg und rein in die Truhen. Ja, und später auf dem Rückweg wird das eingesammelt und dann zum Beispiel an der Ponderosa Ranch weggepackt. Ja, einsortiert in Kisten und Truhen. Der Weg geht hier weiter nach Süden entlang der Minecart-Strecke. Ja. Also die Mine da unten, da kommt sicherlich noch was auf mich zu, ja. Die Mine in den Tolstoyevsky-Höhlen war auch richtig schön und vor allen Dingen die Höhlen, das war irre. Ich habe da unten bei weitem noch nicht alles erkundet und ausgeräumt, aber da auch schon mehr als genug Zeit aufgebracht. Und da sieht man vielleicht schon den nächsten Stützpunkt. Ja, hier, wo das Sumpfbiom anfängt, hier auf dieser kleinen Insel, habe ich auch nochmal einen ganz einfachen Stützpunkt mir gesetzt, ne? Ganz einfach Hütte gebaut, Holz, bla, Grundausrüstung drin, fertig. Ja, hier ein paar Pilze in der Kiste. Da packen wir uns mal gleich als quasi eine Grundausstattung rein, ne? Ein bisschen Holz, ein bisschen Eisen, ein bisschen was zu fressen und ein paar Pfeile kommen da auch noch dazu. Ja. Ja, damit ist man hier für den Notfall eigentlich für alles gerüstet, genauso wie mit dem Bett, was man dabei hat. Ja, hier nach Westen gibt es sicherlich noch einiges zu erkunden. Ne, in die Richtung liegt ja dann ungefähr Horseradish. Ne? Und ihr seht, hier in der Umgebung gibt es jede Menge Lehm in diesem Sumpfbiom. Den werde ich mir dann auch noch unter den Nagel reißen, beziehungsweise mit der Schaufel aus dem Boden rausholen. Komm Sonne, geh unter. Ich trinke nochmal einen Schluck Tee. Ist ja nochmal mächtig kalt geworden in Deutschland. Also, sowas habe ich ja auch noch lange nicht mehr erlebt, dass es im März nochmal so kalt wird. Aber, da ist mir eingefallen, ich habe im November, Dezember, da hatte ich so richtig Appetit, richtig Hunger. Ich wollte mir Winterspeck anfressen.
Da habe ich gesagt, Leute, passt auf, das wird ein langer, kalter, harter Winter. Und ich scheine recht behalten zu haben. Ne? Obwohl Weihnachten und Januar war ja ne, ganz erträglich von den Temperaturen her, beziehungsweise kein Schnee, kein Frost. Ne? Aber jetzt kriegen wir es nochmal richtig zwischen die Zähne hier. Februar und März. Ja, hat der Winter nochmal zugeschlagen. Vorgestern hat es hier sogar geschneit in Berlin. Stellt man sich das einmal vor. Ja. Ja. Ich habe hier also den Weg Richtung Süden weiter ausgebaut, ne, entlang der provisorisch markierten Wegstrecke, die ich hier benutzt habe, als wir von Skelett und Charybdis dann nach Norden aufgebrochen sind auf unserer Erkundungstour. Ne, hier Brücken gebaut natürlich über die Flüsse. Und ja, weil da habe ich mir zum Beispiel zwei Fackeln nebeneinander gestellt vor diese Höhle. Ne, als Zeichen, hier wäre halt auch nochmal eine Möglichkeit, was zu bauen, beziehungsweise, ja, hier geht es halt auch nochmal in eine Höhle rein. Beziehungsweise hier haben wir so einen Durchbruch nach oben und dann geht es hier hinten weiter in eine Höhle rein und es verzweigt sich gleich. Also das sieht ja auch nochmal vielversprechend aus. Na, den Ast hier oben, der geht wahrscheinlich nicht weit. Den können wir gleich ausleuchten. Na, aber nach da unten, das müssen wir uns jetzt nicht antun. Na, beziehungsweise mache ich dann vielleicht nochmal eine extra Höhlen-Session, ne? Eine Höhlentour, wo ich einfach aufnehme, ohne zu kommentieren und das Ganze dann beschleunigt abspiele und dann nachkommentiere. Ja, zu irgendeinem Thema oder wir machen vielleicht wieder gute Zeilen, schlechte Zeilen draus. Schauen wir mal. Genau, hier habe ich auch noch einen Kanal, einen Wasserdurchbruch angelegt zwischen dem Fluss und hier diesem offenen Gewässer, diesem See, ne, wo wir dann vielleicht sogar Richtung Horseradish kommen, dass man dann hier auch schön mit dem Boot unterwegs sein kann. Ne. Mit dem Boot muss ich mir die Strecke hier allerdings noch erfahren. Also ne, bisher war ich hier viel zu Fuß unterwegs und viel eben halt hier auf dieser Nord-Süd-Achse unterwegs zwischen Skelett und Charybdis und der Karamasow Ranch, beziehungsweise dann den Tolstojewski-Höhlen. Und ja, hier mitten in der Wüste habe ich schon, was heißt hier, da hinten, mitten in der Wüste habe ich schon beim Bau der Minecart-Strecke einen Haltepunkt angelegt. Ja, wir haben da drüben auch nochmal Fackeln zu stehen. Genau, da drüben gibt es auch nochmal interessante Stellen. Was ist das hier? Okay, hier können wir einfach mal ein bisschen mit Sand auffüllen, ne, wenn ich den schon dabei habe. Zack, 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 zack. Machen wir das. Sieht das hier auch anständig aus. Und dann haben wir hier, ne, Doppelfackel. Hier haben wir also eine Höhle. Ne, geht hier auch schon recht gut los. Muss ich mal sagen. Ja, und es gibt aber noch interessantere Stellen. Hier geht es in den Berg rein, ein kleines Stück, das ist also nicht allzu viel. Aber hier längs des Ufers haben wir hier so einen Einbruch nochmal. Ich denke mal, das gehört noch mit zur selben Höhle. Wo sich hier der Sand so runtergebrochen ist. Wir können mal runterhüpfen. Dann mal schauen. Ja, na, da sehen wir. Sind wir. Na, da kommt ja noch an mehreren Stellen Wasser rein. Also. So, ich esse erstmal ein Stück Kürbiskuchen. Ne? Unterirdisch in Höhlen schmeckt er ja bekanntlich am besten. Und schauen wir mal, dass wir hier ein bisschen wenigstens das Wasser zumachen. Jedenfalls da, wo es so an einzelnen Stellen reinkommt. No. So. Und
jetzt sollte das hier abfließen. Genau, und da oben können wir auch dicht machen. Ja, dann sollten wir hier ein bisschen zack, zack. Oh, dann sollten wir hier, sollte das nicht mehr so laut hier rumgluckern. Oh, und man hat ein bisschen besseren Überblick, wo es denn nur rein, raus, rüber und rauf geht. So, kommt da ein Creeper? Ne, sieht nicht so aus. Okay. Ich arbeite mich hier jedenfalls wieder nach oben. Na. Ach, und hier lang geht's auch noch in Höhle rein. Okay. Ach, ja. Ach komm, wisst ihr mal, das Eisen nehmen wir hier auch einfach mal schnell mit. Na, nachher vergesse ich das sonst noch. Klack, klack. So. Und dann haben wir hier... Ah ja, genau, das ist der andere Ausgang. Na, also das werde ich auch noch ja, erforschen und dann gegebenenfalls hier auch noch so kleine Hütten reinbauen. Na, Höhleneingänge bebauen, das wisst ihr ja, das mache ich ganz gerne. Und hier haben wir halt noch einen weiteren Einbruch. Hängt alles, denke ich mal, am selben Höhlensystem dran. Hier, das ist nur so ein ganz kleines. Und gut, Erde zum Dichtmachen habe ich jetzt nicht dabei. Den Sand will ich dazu nicht verwenden. Aber das wird dann irgendwann mal noch aufgefüllt. Ja. Und auch hier seht ihr wieder eine Doppelfackel. Hier haben wir auch nochmal eine interessante Ecke. Gut, diese Senke hier. Hm. Aber, genau, Kuh guckt schon in die richtige Richtung. Da oben und hier unten. Ja. Das ist auch nochmal, ne, Höhle zu erkunden. Beziehungsweise, bin ich hier schon durch? Ja, hier bin ich schon durch. Ne? Aber den Platz baut man sich vielleicht mal aus. Brauche ich Kohle? Ein bisschen. Ein bisschen kann ich schaden. Zack, zack. Nehmen wir mal mit. So. Wollen es ja nicht übertreiben. Ja. Also das wird auch noch eine interessante Ecke. Und dann sehen wir mal zu, dass wir zurückkommen in die Wüste, zurück Richtung Minecart-Strecke. Zap, 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 zap. Ja, da sehen wir schon. Ja, das ist jetzt auch hier. Der Fluss geht, glaube ich, sogar durch. Könnte also auch eventuell für die Bootsverbindung benutzt werden. Das müsste ich mir nochmal genauer angucken. Aber hier haben wir wieder die Minecart-Strecke. Und da hinten der Weg, soweit ich ihn bis jetzt gebaut habe. Schübidubidub. Oh. Und hier geht es also wieder nach Süden. Und die Minecart-Strecke, wie gesagt, die führt eben nach Skelett und Charybdis. Das ist jetzt nicht mehr weit. Wir sind hier, glaube ich, so ungefähr auf na, der Hälfte, zwei Dritteln der Strecke zwischen der Karamasow-Ranch und Skelett und Charybdis. Und in die Richtung liegt dann Birkenstedt. Mal sehen, ob wir das vielleicht sogar sehen können von hier aus. Denn der große Wüstenberg hier, der... könnte hinkommen. Vielleicht seht ihr da hinten die, die Sandnadel, die kleine. Ja, die haben wir ja gesehen, als wir von Horseradish. Nee, von Birkenstedt. Quatsch, da hinten liegt Birkenstedt. Ja, das wird jetzt hier so langsam aufgebaut. Den Hügel kenne ich, glaube ich. Das ist er schon. Ja. Rennen wir mal. Damit auch ihr das dann erkennt. Ja, und dann verbringen wir die Nacht in Birkenstedt und dann geht's zurück zur Baustelle und dann, ja, glaube ich, schalte ich um auf eine Bausession. Ja, wie ich da die Station in der Wüste baue und überlege mir dann noch ein Thema für einen Kommentar, sodass wir also auch hier wieder mal jetzt in dieser Folge
eine neue Kombination haben, ne? Einmal live kommentiert, einmal Bausession. Das hier ist noch übrig von der provisorischen Markierung, ne? Also hier ziemlich straight nach Norden kommen wir halt auch ziemlich genau zur Karamasow Ranch. Und zack, zack, hier kommt noch ein Ei einsammeln. Schwupp, und da sehen wir es schon. Da ist es dann. Birkenstedt. Ah, sind wir dann gleich. Schwubbel, wubbel, wubb, rubbel die Katz. Genau. Na, und rechtzeitig zum Sonneneingang, Sonnenuntergang, treffen wir hier in Birkenstedt ein. Sagen wir, hallo Leute, na, wie geht's? Alles wohl? Sehr schön. Na, alles wohl auf. Kirche steht noch im Dorf. Und ihr beiden steht sehr eng zusammen. Macht nichts. Geht mich ja nichts an. Ne? Solange es euch gut tut und ihr euch wohl dabei fühlt. Waren das drei? Oder sind das zwei? Jetzt sind es drei. Jungs. Egal. Hauptsache ihr seid glücklich. Ja? Und ich will keine Klagen hören. Okay. Holen wir uns hier einfach mal aufs Ohr. Und dann war es das soweit mit der Führung durch die ja, neu erbauten Stationen längs zwischen Birkenstedt bzw. Skelett und Charybdis und der Karamasow Ranch. Ne? Da hinten sehen wir die Minecart-Strecke, die dann nach Skelett und Charybdis führt. Und da hinten haben wir einen Creeper. Mal sehen. Ich bin doch mit dem Bogen ganz gut, ne? Fast so gut wie ein Kürbiskuchen essen. Okay, dann beende ich hier erstmal die Live-Aufnahme und wir sehen uns dann gleich ohne Kommentar wieder, ne? Im Baumodus. Und schauen wir mal, wie das dann wird mit dieser Station in der Wüste. Ne? Okay, hier müsste man noch durchbrechen. Ja, das mache ich jetzt mal schnell. So, ja, ich habe ja hier meine Geländefräse dabei. Da ist das ruckzuck gemacht. So, schwubbiwubbiwupp. Alles hier eingesammelt. Und dann den Eimer rausgeholt. Oh, siehst du, beruhigt sich ja schon fast alles von alleine. So. So. Zack, 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 zack. Na bitte, geht doch. Na, hier fräsen wir noch ein bisschen ab. Dann ist das auch sauber. Sieht doch gut aus. Das hier füllen wir mal auf. Und, ja, siehst du, hier könnten wir wieder durchbrechen. Machen wir auch gleich mal, ne, dass ich hier überall schön mit dem Boot durchfahren kann, wenn ich denn mal in diesem Teil der Welt auch mit Boot unterwegs bin. Zack, 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 hier, na, die schöne Geländefräse im Einsatz. Zack, 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 habe ich jetzt hier, okay, alles, alles voll. Oh. Macht aber nichts. So, beruhigt sich doch gleich alles wieder. Na, das war jetzt ein bisschen planlos. Sollte sich das beruhigen. Oh, also kommen die zwei Eier. Da nehme ich mal hier lieber das an Sand mit, was hier noch so alles rumfliegt. So. Oh. Auch schnell aufgesammelt, die zwei Stacks Sand. Und so, haben wir noch ein bisschen mehr. Ist ja mal schon erstaunlich, was hier so anfällt. Ne? Da hinten haben wir die Minecart-Strecke.
Schwuppdiwupp. Hier geht der Fluss weiter. Oh, na, und da haben wir die Sandnadel, die uns schon einmal als Orientierung diente. Zack, zack, zack. Und von da komme ich dann recht schnell zu meiner Baustelle. Ja, wird einfach wieder eine einfache Durchgangsstation an so einer Minecart-Strecke, wie es schon mehrere gibt. Mal sehen, was ich da für Materialien auswähle. Schauen wir mal, was mir da so einfällt. Ja, berühmte letzte Worte eines Architekten, da fällt mir gerade was ein. Aber das passt schon. Ne? Da hinten haben wir den Hügel, da seht ihr, liegt halt die Minecart-Strecke quasi auf dem Boden auf, beziehungsweise das Gelände steigt halt so weit an, dass die Minecart-Strecke da dann quasi ebenerdig verläuft. Und da seht ihr dann auch schon meine Schulkerkisten, ne, die ich mir hier abgestellt habe, damit einfach das Baumaterial da ist. Ne? Jo. Soweit, so gut. Ich schau mal, ob ich jetzt hier jetzt noch Bausession ranhänge oder das dann in der nächsten Folge mache. Falls ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt mir treu, bleibt mir gewogen, empfiehlt mich weiter. Adieu mit Ö.